Es gibt Themen, da reagiert der Deutsche irritiert. Es gibt Themen, da reagiert er allergisch. Und es gibt Themen, da wird er gleich hysterisch. Umweltschutz ist das Kapitel Hysterie. Giftstoffe, Nahrungsmittel, der deutsche Albtraum. Man kann ja nichts mehr essen. Kennen Sie diesen Satz? Man kann ja nichts mehr essen. Meist gesprochen von Menschen, die noch ein bisschen dicker sind als ich. Das Schlimmste in den letzten Jahren, ohne Zweifel, BSE. Sie erinnern sich oder schon vergessen, dank BSE. Es ist kein Thema mehr, die Rinder gibt es noch, aber es riecht sich keiner mehr auf. Vor 3 Jahren die Hysterie schlechthin in Deutschland. Kreuzfeld Jakob war der Osama Bin Laden der Landwirtschaft. Ozonloch, auch so ein Hysterie-Thema. Das Ozonloch, das Ozonloch. Ja, hat hier einer Probleme mit dem Ozonloch? War doch toll letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Haben die Grünen uns versprochen. Ja, dann steigt der Meeresspiegel um 1/2 Meter. Von mir aus kann der um 1/3 Meter steigen. Lebe ich hier in Bangladesch oder in Holland? Sind wir endlich die dämlichen holländischen LKWs los? Ja, das ist erlaubter Rassismus, ne? Diese ganze Umwelthysterie, bloß weil da jetzt ein paar blöde Tierarten aussterben. Ja, es ist schrecklich, ja, ich weiß. Jetzt gucken Sie mir mit Ihren Rehaugen nicht so entsetzt an. Nicht meckern, Rehaugen steht im Text, was Sie haben, kann ich doch gar nicht sehen. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter uns. Haben Sie wirklich Probleme mit der Vorstellung, ab morgen ohne Blauwale und Delfine leben zu müssen? Hier in Berlin? Also ich nicht, ich muss Sie da enttäuschen. Ich würde nicht einmal Elefanten ernsthaft vermissen. Was? Thunfisch ja. Aber Elefanten? Das ist doch alles Willkür. Der eine macht keinen Thunfisch, der andere macht keine Delfine. Wer hat da recht? Wer entscheidet das? Tierschützer? Das sind die größten Willkürmenschen überhaupt. Machen Sie die Probe. Machen Sie ein Schild aufs Auto, ich bremse auch für Tiere. Allein der Schwachsinn dieser Aufkleber. Wenn ich nah genug ran bin, um das Schild lesen zu können, habe ich doch eh keine Chance mehr. Das ist genau wie diese neuen Schilder. Achtung Baby an Bord. Bitte, was soll mir das sagen? Vorsicht, Hormonschwankungen am Steuer? Oder glauben diese Anwärter auf einen Hirnschrittmacher allen Ernstes, ich würde mir das im letzten Augenblick mit dem Auffahrunfall nochmal überlegen? Vorsicht, da ist ein Kind drin, fahr da drauf, fahr da drauf. Die Kinder, die armen Kinder. Kinder sind immer arm und unschuldig, meist sogar in Kombination. Egal, was auf der Welt passiert, es passieren die schrecklichsten Dinge. Und die passieren ja nur immer wieder. Naturkatastrophen, Kriege, Massaker, ethnische Säuberungen, Terroranschläge. Und jedes Mal mit diesem betroffenen Ton in der Stimme abends in den Nachrichten, 50 Tote, darunter Frauen und Kinder. Ja, wenn da jetzt nur Männer gestorben wären, da hätte ja keiner was gesagt. Aber Frauen und Kinder, da hört Ulrich Wickert der Spaß jedenfalls auf. Ich warte auf den Abend, wo der Wickert sagt, 50 Tote, zum Glück nur Männer. Und keine Deutschen dabei, das ist auch wichtig, ne? Keine Deutschen. Ich liebe diese schillernden Aufkleber, hier mein Lieblingsaufkleber. Achtung, wertvolle Turnierpferde. Hoho. Hoho, da fahre ich ganz vorsichtig. Das kann ja auch ein Geldtransporter von Schokomülle sein. Wenn draufsteht billige Gäule, kann man einfach so hin reinfahren. Überhaupt kein Problem. Besonders apart die Schilder an der Autobahn. Achtung, Nebel. Entweder es ist Nebel oder ich kann das Schild lesen. Es gibt Leute, die regen sich auf, die machen einen Stand in der Stadt, die informieren mich darüber, dass Frösche beim Überqueren von Landstraßen keine Chance mehr haben. Sonst die Frösche jetzt besser haben als Kinder und alte Leute.
Für die stellen wir auch keine extra Eimerchen auf. Seniorenfangzäune oder was? Achtung, Seniorenwanderung, das wäre doch mal ein Schild. Oder 5 Kilometer Rentnerwechsel. Aber auch die Frösche müssen lernen, wir leben in der freien Welt, wer zu langsam geht, den bestraft das Leben.